Deutscher Riesling von Aldi und der Pinot Grigio aus Italien von Lidl. 2,49 Euro kosten die beiden. Dagegen tritt ein echter Winzerwein an. Weißer Burgunder für 7,20 Euro die Flasche. Unsere Tester Daniel, Kevin, Lena und Nathalie sollen nicht von Herkunft oder Etiketten beeinflusst werden. Deshalb sind die Flaschen abgedeckt. Los geht's mit dem Geschmackstest. Zuerst der Pinot Grigio von Lidl. Schmeckt ein bisschen nach Birne und ein bisschen nach nicht so viel. Ja, es reizt mich irgendwie nicht so. So wie abgestanden, hätte ich jetzt gesagt. Ja, als würde er schon länger stehen, länger offen sein. Ich finde den so langweilig, ich mag den gar nicht austrinken. Ganz klar durchgefallen. Weiter geht es mit dem Riesling von Aldi. Er kann die Tester überzeugen. Riecht gut, gefällt mir. Aber ich finde ihn ganz gut. Also er schmeckt mir auf jeden Fall besser wie der erste. Wesentlich besser. Also sowas würde ich eigentlich kaufen. Für eine Trinke mehr. Und jetzt der mehr als doppelt so teure Wein vom Winzer. Ist der Preisunterschied zu schmecken? Ich finde ihn sehr interessant, auch sehr spannend. Also er macht eigentlich von Schluck zu Schluck mehr Spaß. Vom Riechen und Schmecken gibt es einen ganz großen Unterschied, aber es passt echt gut zusammen. Ich finde es auch ganz besonders. Also ich kenne sowas gar nicht, aber es schmeckt mir nicht. Es ist mir irgendwie zu bitter. Also kein klarer Sieger beim Geschmackstest. Warum ein Winzerwein aber deutlich teurer ist, erfahren wir von Andreas Wagner aus Essenheim in Rheinhessen. Seit über 300 Jahren macht die Familie hier schon Wein. Die edlen Tropfen bauen Andreas Wagner und seine Brüder in Holzfässern aus. Sie reifen hier 1 bis 2 Jahre. Anders als im Supermarkt zählt hier Klasse statt Masse. So ein Wein muss zwischen 7 und 15 Euro bei uns kosten, weil es im Prinzip vom Handarbeitsaufwand und von den sehr stark reduzierten Erträgen gar nicht anders machbar ist. So dagegen sieht das in Deutschlands größter Weinkellerei in Bernkastel-Kues an der Mosel aus. Bei Peter Mertes rollen jeden Tag rund 1 Million Flaschen Wein vom Band. Hier wurde auch der Aldi Riesling aus unserem Test abgefüllt. In riesigen Edelstahltanks wird der Wein von verschiedenen Winzern einer Region zusammengemischt. So erreichen die Kellermeister gleichbleibenden Geschmack. Aber wie können die Weine so günstig sein? Viele Flaschen tragen dazu bei, mit kleinen Beträgen die Kosten zu decken. Durch die große Menge können dann die Kosten sehr günstig sein, also sehr niedrig sein. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Das ist nicht nur beim Wein so, das ist bei allen Produkten so. Das Max-Fazit. Günstige Discounter-Tropfen für 2,50 Euro können richtig gut sein. Wer dafür das Doppelte zahlt, tut den einheimischen Winzern etwas Gutes.